Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Turnier-Opening und heute live aus dem Hotel, wo wir hier in Prag sind, zusammen mit Trader B, der gerade die Kamera hält. Moin. Machen wir heute unsere Teilnehmer-Packs auf. Bei einem der Packs durfte ich mir was wünschen. Ich habe mir einen Borrowload gewünscht, weil der die Coverkarte ist. Meinte der die ausgeteilt hat, dass in einem der Packs ein Borrowload drin ist. Bin mal gespannt. Wir machen das mal kopfüber. Ich bin mal gespannt, ob wir das ganz gut hinkriegen, sodass ich die euch quasi vorlege, wie bei so einem Deck-Profile. Das Ding aufkriegen. So. Selbstzerstörungsameise, den X-Crawler, Dummy, das Ding. Das ist der metaphysische Vollstrecker, ne? Genau. Mhm. Ich muss den Kopf überlesen. Sieht man das? Ja, ne? Ja, sieht man gut. Sehr cool, dann die Rare noch raus. Kommt zum nächsten Tag. Ah, das ist voll ungewohnt, dass die auf der linken Seite sind, dann so, wenn es kopfüber ist. Abyssnäherei, ein Crawler, noch ein Crawler, ein Metaphys. Warte mal, das ist die falsche Seite. Minus. Dann haben wir einen Unterweltler Behemoth. Finde ich interessant, dass wir jetzt die quasi die Shadow nochmal kriegen, die zwei Flip-Monster braucht. Damit zwei Monster, die schon für Flip-Supports Link-Monster sind, mit den gleichen Arrows. Die Crow-Sucherin. Rare und noch ein Crawler. Okay. Drei Supers bisher. Vielleicht bin ich ja heute der, die Super-Packs hat. Na komm, eine Ultra ziehst du noch. Ultra oder Liquid eine. Was ist denn nochmal so eine richtig gammelige Ultra hier raus? Oh, gibt's einige in dem Set tatsächlich. Oder braucht eine Linie oder sowas. Oh, nee, das ist eine Secret. Das ist eine Secret, aber das war auf jeden Fall wert. Lieber for the win. Ja, beste Karte. Noch eine Shop. Hallo, hallo. Warte mal, das muss ich jetzt nochmal vorlesen hier im Opening. Hallo, hallo mit dem Kopf auf Stroh. Ein Geweide raus, bist trotzdem froh. Such nach süßem oder saurem, pass auf, sonst brennt dein sehr klein Lichterloh. Das ist eine Shopprint. Sehr cool. Sehr nice. Damit haben wir wenigstens eine. Ja, cool. Eine Ultra-Rare, das ist schon mal gut. Ja, ich weiß, dass es ein Shortprint ist, aber es ist ein Turnier-Opening. Bambus-Schwerter sind cool. Ja, ich weiß. So, nochmal ein Kielal, ein Sternboy. Yeah. Abyssnäherei. Und noch eine Super-Rare, den Cyberdrachen. Ich lege die alle voll falsch hier hin, aber who cares? So, dann tauschen wir mal. Genau, und dann so, könnt ihr diese wunderschöne Matte auch noch, könnt ihr noch beobachten hier. Ja. Von wem die wohl ist. Das ist dieser Trader wie. Ja. So, dann haben wir jetzt erstes einmal Crawler. What? Ran wir. Ich glaube, vorlesen solltest du nicht kopfüber, das ist schwierig. So, dann haben wir Ersatztrupp als Rare. Und wir haben Untertheor, Behemoth, Unterweltler. Ja, du steht schon mal 1-1 hier bei den, bei den Super Rares. So. Gateway-Drache. Irgendwas Schönes. Das sind meine Super, meine Holos. So, Link Neustart. Trickster, na Kisse. Ja. Und, eine Secret. Das Begräbnis als Secret. Sneak Opening. Habe ich die auch schon gezogen? Okay. Die Karte habe ich auch bei der Sneak gezogen am ersten Tag bei Olli. War auch eine davon extra mehr jetzt. So. Komm schon, flinken Biber, dann hat sich das auch gelohnt hier. Mhm. Die Biber kommt ganz zum Schluss. Ja, metaphysischer Vollstrecker. Du machst mir irgendwie nach, so auch der Büffelstrecker. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Ojama, du bist auch noch eine Shortprint. Mhm. So. Dann haben wir metaphysischer Dardalos oder Daedalus. Daedalus, okay. Und, alter Geist. Silkwitt. Ja, oh Mann, dieser Name, aber die Karte habe ich auch so oft gezogen, Bock gar nicht. Alter Geist kriegt aber noch Support, denke ich mal, obwohl die Charaktere bisher noch nichts gespielt hat im Anime weiterhin. Vielleicht spielt sie noch ein paar Mal, vielleicht wird es schon mal cool werden, mal gucken. So. Voll das ist ein spannendes Turnier, aber bin ich viel zu lang, geht gar nicht. Und wir haben metaphysische Dimension und Alter Geist Protokoll. Und kein flinken Biber, aber hier noch okay. Ausgesandt. Relativ ausgeglichenes Opening, würde ich sagen, im Endeffekt. Ja, würde ich auch sagen. Gut, das war's dann hier von uns und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.